Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Themenbereich Deutsch. Ich bespreche heute die Bildung aller Zeiten und aller Personalformen für das Verb operieren im Vorgangspassiv. Bevor wir zur Zeitenbildung kommen, ein kurzer Überblick, was ist das Vorgangspassiv überhaupt? Beim Vorgangspassiv steht die Handlung selbst im Vordergrund und nicht die handelnde Person wie im Aktiv. Aufgrund seiner Bildung wird es Verbenpassiv oder Leideform genannt. Das Vorgangspassiv, und das ist ein wichtiger Punkt, kann nicht wie das Aktiv mit jedem Verb gebildet werden, sondern es kann nur mit den sogenannten transitiven Verben gebildet werden. Das sind Verben, die das Akkusativobjekt, also den vierten Fall, verlangen. Und die Bildung des Vorgangspassiv ist im Wesentlichen mit dem Hilfsverb werden. Dann ist die Vorwortergänzung im dritten Fall. Und schließlich noch das Partizip 2, auch Partizip perfekt genannt. Bei der Änderung vom Aktiv zum Passiv, der sogenannten Transformation, ergeben sich drei wesentliche Änderungen. Die Verbform wird vom Aktiv zum Vorgangspassiv. Er fällt den Baum. Hier haben wir das Aktiv, wird zu, wird gefällt. Gleiche Zeit, Präsens. Dann haben wir die zweite wichtige Änderung. Die Akkusativergänzung im vierten Fall wird zur Nominativergänzung im ersten Fall. Den Baum, das erkennen wir hier am Artikel den, das ist der vierte Fall, wird bei der Umstellung im Vorgangspassiv zum ersten Fall, der Baum. Und schließlich werden die Nominativergänzung im ersten Fall wird zur Vorwortergänzung im dritten Fall. Das heißt, Personalformen wie ich werden umgestaltet zum Vorwortergänzung von mir. Du wird zu von dir. Er von ihm, männlich, dritter Fall, beziehungsweise dritte Person. Sie von ihr, es von ihm. Gleicher Sachverhalt in der Mehrzahl. Wir wird zu von uns, ihr zu von euch. Und sie von ihnen. Kommen wir nun zur Bildung der Zeiten, und zwar mit dem Verb operieren. Und zwar erfolgt hier die Bildung in der Präsens, in der Gegenwart, mit dem Hilfsverb werden in der Gegenwart und dem Partizip 2. Aktiv wäre ja ich operiere, und die Passivform lautet ich werde operiert. Zweite Person, das ist die sprechende Person, zweite Person, die angesprochene Person, du wirst operiert. Dritte Person, Einzahl, männlich, er, sie, es, wird operiert. Dann haben wir die Mehrzahlformen, erste Person, Mehrzahl, wir werden operiert. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet operiert. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden operiert. Das war die Bildung der Zeitform Präsens für das Verb operieren im Vorgangspassiv. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb werden in der Gegenwart oder im Präsens. Zweiter Teil Partizip 2. Und das ist auch das Kennzeichen vom Vorgangspassiv, dass wir immer das Partizip 2 verwenden, in allen Zeiten. Kommen nun von der Gegenwart zur Vergangenheit, genauer zur Mitvergangenheit. Hier lautet die Bildung das Hilfsverb werden in der Mitvergangenheit, also im Präteritum, und wiederum das Partizip 2. Erste Person Einzahl, ich wurde operiert. Zweite Person Einzahl,
Du wurdest operiert. Dritte Person Einzahl. Er, sie, es wurde operiert. Mehrzahlformen. Erste Person Mehrzahl. Wir wurden operiert. Zweite Person Mehrzahl. Ihr wurdet operiert. Dritte Person Mehrzahl. Sie wurden operiert. Das war die Bildung der Zeitform Präteritum. Für das Verb operieren im Vorgangspassiv. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb werden in der Mitvergangenheit. Zweiter Teil Partizip 2. Kommen wir nun zur nächsten Zeitform, die die Vergangenheit abbildet. Das ist das Perfekt. Und hier finden wir im Vorgangspassiv zum ersten Mal eine dreiteilige Bildung vor. Erster Teil Hilfsverb sein in der Gegenwart. Zweiter Teil Partizip 2. Und dritter Teil worden. Erste Person Einzahl wird gebildet mit Ich bin operiert worden. Zweite Person Einzahl, du bist operiert worden. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es ist operiert worden. Die Mehrzahlformen lauten erste Person Mehrzahl, wir sind operiert worden. Die zweite Person Mehrzahl, ihr seid operiert worden. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit Sie sind operiert worden. Das war die Bildung der Zeit von Perfekt für das Verb operieren im Vorgangspassiv. Dreiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb sein in der Gegenwart. Zweiter Teil Partizip 2, dritter Teil worden. Die letzte Zeitform, mit der wir die Vergangenheit abbilden, das ist das Plusquamperfekt. Hier haben wir den einzigen Unterschied zum Perfekt, dass das Hilfsverb sein nicht in der Gegenwart, sondern in der Mitvergangenheit gebildet wird. Zweiter Teil Partizip 2, dritter Teil worden. Erste Person Einzahl wird gebildet mit Ich war operiert worden. Zweite Person Einzahl, du warst operiert worden. Dritte Person Einzahl, männlich, er, weiblich, sie, sächlich, es, er, sie, es, war operiert worden. Die Mehrzahlformen lauten hier, erste Person Mehrzahl, wir waren operiert worden. Zweite Person Mehrzahl, ihr wart operiert worden. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit, sie waren operiert worden. Das war die Bildung der Zeitform Plusquamperfekt für das Verb operieren im Vorgangspassiv. Dreiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb sein in der Mitvergangenheit. Zweiter Teil Partizip 2. Dritter Teil worden. Kommen wir nun zur Zukunft. Hier finden wir im Vorgangspassiv ebenfalls eine dreiteilige Bildung vor. Und zwar hier wird das Hilfsverb werden in der Gegenwart verwendet. Dann kommt das Partizip 2 und dann noch das Infinitiv von werden. Erste Person 1 lautet, ich werde operiert werden. Zweite Person 1, du wirst operiert werden. Dritte Person 1, er, sie oder es wird operiert werden. Mehrzahlformen, erste Person Mehrzahl, wir werden operiert werden. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet operiert werden. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit, sie werden operiert werden. Das war die Bildung der Zeitform Futur 1
für das Verb operieren im Vorgangspassiv, dreiteilige Bildung, Hilfsverb werden in der Gegenwart, zweiter Teil Partizip 2, dritter Teil Infinitiv von Verben. Kommen wir nun zur letzten Zeit, die wir bilden können. Das ist das Futur 2. Hier haben wir sozusagen praktisch eine vierteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb werden in der Gegenwart, zweiter Teil Partizip 2, dritter Teil Worden und dann haben wir noch Sein. Kommen wir nun zur Bildung. Erste Person Einzahl wird gebildet mit Ich werde operiert worden sein. Zweite Person Einzahl, du wirst operiert worden sein. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es wird operiert worden sein. Erste Person Mehrzahl, wir werden operiert worden sein. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet operiert worden sein. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet, sie werden operiert worden sein. Obwohl wir hier praktisch eine vierteilige Bildung haben, sehen wir, dass sich eigentlich nur das Hilfsverb ändert. Alle anderen Teile bleiben konstant. Also ist die Bildung gar nicht so schwer, wie sie im ersten Moment ausschaut. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.